Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder mit unserem Föderationscharakter unterwegs, denn es gibt etwas Neues wieder auf in Star Trek Online und das wollte ich euch mit dem hier dann direkt mal schon mal zeigen. Ja, und zwar haben wir eine neue Episode und zwar wieder eine besondere, die nennt sich diesmal Schmelztiegel. Und die starten wir jetzt einfach mal. The Kentari and Lucari governments have begun work on a joint colonial site in the Draenor system. Starfleet has been assisting both groups on the project, as have other Alliance members. I'd like you to join the effort and help them get things moving forward. There's been Zenkethi activity in neighboring sectors, and both the Lucari and Kentari have clashed with them in the past. Draenor itself has little tactical value. The Zenkethi are known to carry a grudge. Keep that colony safe. Okay. Ja, die Lucari und die Kentari haben jetzt quasi eine gemeinsame Kolonie. Und die werden wir jetzt anfliegen. Ja, hier die Kolonie ist auch was ganz Besonderes, denn mit dieser Kolonie ist auch eine neue Flotteneinrichtung dazugekommen. Die werden wir uns jetzt aber erstmal nicht anschauen, sondern erstmal die Mission hier. Welcome to the Draenor system. Construction of the colony is underway and on schedule. We're lucky. We would have missed this system if the crew of our survey ship hadn't taken a closer look at the anomaly here. Very. The anomaly orbits both the planet and its moon and appears to be stable. It's also very disruptive to long-range sensors. The USS Challenger's team has been very helpful. They've installed several planetary defense systems and provided a number of modular building units for use at the colony site. Captain LaForge is standing by on the Challenger. Let's not keep him waiting. Ja, dann werden wir uns noch mit Captain LaForge treffen. So, dann schauen wir mal, was er so zu erzählen hat. Good to see you. The Draenor anomaly didn't give you too much trouble getting here. You've been working with the Kentari and the Lucari to study it. We know it's some sort of subspace disruption, similar to what Starfleet has seen in the Delta Triangle. Mm-hmm. Not only does it cause sensors to behave erratically, but it seems to create a limited sort of cloaking field, both for the planet and the moon. Captain Kumarke and I have been collecting data on the anomaly, but we could use some more. Mind lending us a hand before we head down to the colony? Let's begin with a system scan. I've seen some strange data at that level. Same here. It'll be good to get some more eyes on this. Ist so ein Tarnfeld für das System ist schon geil. Wir können keine Werte von den seitlichen Sensoren erhalten, Sir. Die Anomalie in diesem Gebiet ist sehr stark. Vielleicht sollten wir uns nähern, um bessere Ergebnisse zu erhalten. Ja, das werden wir gerne machen. Diese Anomalie ist sowieso echt was ganz Cooles, weil sie halt Sensoren von Langstreckensensoren quasi ein bisschen blockt. Was natürlich dafür hilfreich ist, wenn mal irgendwelche Feinde kommen sollten. Die werden eventuell hier nicht alles scannen können. Okay, dann werden wir mal da vorne hinfliegen. Die fliegen uns auch gerade schön hinterher, sehr gut. Okay, das sah gerade im ersten Moment etwas komisch aus. Bei der Welle, weil unten nochmal so Mini-Kurven waren. Die haben mich gerade etwas irritiert, aber gut, hat ja trotzdem funktioniert. Dann ab zu diesen Asteroiden hier vorne. Und dann untersuchen wir die doch mal. Ach, diesen Erzabbau müssen wir quasi machen, was es halt auch gibt beim Dilithium zum Beispiel. Aber gut, macht natürlich auch in gewisser Hinsicht Sinn, denn wir sollen ja die Asteroiden erforschen. Und dann macht natürlich so eine Art, sag ich mal, Laser Sinn, wenn man damit durchs Gestein geht. S-Type Asteroids, mostly iron and silicates. Nothing out of the ordinary. Oh, der Asteroid ist aber verdammt nah an unserem Schiff dran. Let's take a closer look.
Wir hätten da zwar durchfliegen können wahrscheinlich, aber das war gerade echt millimetermäßig am Schiff vorbeigeflogen. Das sah geil aus. Das muss ich definitiv sagen. Looks like the emitter relays are offline. We'll need to realign. Ja, dann sollten wir den Emitter doch mal neu starten. Vielleicht funktioniert dann alles ein bisschen besser hier. So. Ja, ich bin immer noch nicht nah. Jetzt sind wir nah genug dran. So. Well done. I'd like to run a spectral analysis at the indicated area. Ja, der Mond ist echt verdammt grün, muss man sagen. Also es sieht sehr stark danach aus, als würde auf dem Mond auch wirklich Leben vorhanden sein. Okay, die Sonne ist auf dem Mond geschossen worden. Ich muss schon sagen, die Anomalie sieht schon echt geil aus. Vor allem, weil die einfach um den kompletten Planeten und um den Mond geht. Das sieht richtig nice aus. Ja, der Planet sieht, finde ich, vom Aussehen her echt sehr ähnlich der Erde aus. Also könnte man quasi als zweite Erde fast schon betrachten. Schön, schön. So, jetzt sind wir in Reichweite. Ja, gerne, Jordi. So, ja, können wir das Team, können wir ruhig so lassen. Und dann beamen wir mal hier entspannt auf den Planeten runter. Ich bin gespannt, was wir hier sehen werden. Welcome to the Conf. Kumarke was just telling me a bit about some recent energy tech improvements. Let's take a look around. Okay. As an engineer, I'm impressed by the technology that our partners brought to this project. Working with it has been a rewarding experience for all of us. Das hört sich gut an. Ja, und hier stehen auch Shuttle und Schiffe, also schöne eine schöne Bucht quasi zum Landen. Na, wen haben wir denn da? Welcome. I'm Kajima, one of the industrial designers. Our colony may be fairly new, but we've already accomplished a great deal. I hope you find our work here interesting. Ja. We're trying to build an industrial infrastructure while respecting Lucari design recommendations. It's let's say challenging. For instance, they've included considerable xenoscaping. They're committed to incorporating native plant life into the design spaces. It takes considerable effort, but it does mean that our structures are less susceptible to invasive problems with local plant life. Die ist definitiv ein Kentari, die war sehr herablassend, finde ich, gegenüber den Lucari, hat, ja, sag ich mal, so in etwa getan von wegen, ja, dass das von den Lucari, das, was sie denen vorgeschlagen haben, nicht unbedingt gemacht werden muss. Zumindest hörte sich das so an, meiner Meinung nach. Aber wenn sie da weiter so arbeiten, wie die Kentari früher gearbeitet haben, dann wird der Planet auch nicht allzu lange leben. Und ich hoffe natürlich, dadurch, dass die Lucari dabei sind, dass das hier ein bisschen besser funktioniert. Aber ich muss mir das hier erstmal angucken. Das sieht richtig geil aus. Hier der Mond im Hintergrund, wie der da scheint, das sieht sehr schön aus. Auch das Wasser hier. Richtig, richtig schön. Auch schön die Bewegung vom Wasser. Sehr geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Umgebung ringsherum sehr schön. Wo geht denn Jordi jetzt hin? Ich dachte, wir wollten zum Wasserfall. Keine Ahnung. Jetzt ist er weg. Folgen wir mal Kumarke. Und da sehen wir auch schon den Wasserfall. Beautiful, isn't it? Da hat er aber recht, das sieht echt schön aus. Hier unten haben wir auch ja, ein paar Pflanzen in einer Art Wasserrad. Und ja, das sind, glaube ich, mehrere Wasserfälle. So sieht es zumindest aus. Sehr schön. Reden wir mal mit dem, ja. Ich würde ihn gerne mal ausfragen ein bisschen. Ich würde das in einer Base von 3 Kilowatt. Das sieht nicht so viel aus.
until you consider that there are falls like this all over the coast. They seem to be active year-round. Now the challenge will be to capture that energy without disrupting the ecosystem. Mm-hmm. My lungs were damaged by toxic gases on New Kentar. It's made me more conscious of the need to regulate the pollution that we generate, and more appreciative of what we have here. Come upstairs. There's an excellent view of the colony grounds. Also ein paar Kentari haben definitiv dazugelernt, wie der Typ hier, dass ja, er dafür sorgen will, dass ja, der Planet auch quasi im Gleichgewicht ist. Trotzdem trägt er halt eine Maske, weil halt seine Lungen so schwer beschädigt wurden oder beziehungsweise zerstört wurden quasi. The beauty of this world will survive only if we work to preserve and protect it. Let's head up to the science lab. They're working on some exciting projects. Ja, also das sieht hier wirklich sehr, sehr schön aus. Okay, hier müssen wir hoch. Hier sehen wir auch so ein bisschen die Pfeile, obwohl ich finde, die kann man nicht ganz so gut erkennen. Da muss man schon wirklich genau hingucken. Aber hier sieht man auch die Wasserfälle etwas mehr. Und ich weiß nicht, kann man hier noch eine Ebene hochgehen? Ich glaube nicht. Zumindest sehe ich hier keine Treppe, die hochgeht. Nur hier eine Treppe, die runtergeht. Da ist ein Pfeil, der nach hier hinten zeigt. Okay, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, da geht eine Tür auf, das heißt, da sollten wir reingehen. Aha. Oh, ja, hier sehen wir nochmal die ja, Landeplattform. Sehr schön, auch wie hier der romulanische Warbird da steht. Das sieht schon sehr geil aus. Und ich denke mal, wenn mehr Leute hier wohnen, werden da wahrscheinlich ein paar mehr Landeplattformen hingestellt. Oh, und das hier kommt mir auch sehr bekannt vor hier. Das sieht ähnlich aus wie auf Neuromolus da, diese unterirdische Kammer quasi. Sir, die Drohne liefert Unmengen an Daten. Besonders die Erkenntnisse, dass das Verhältnis des Mondes zum Planeten nur geringfügig größer ist als beim Mond der Erde und dass es über einen hochdichten Kern sowie große Mengen Silikat und Germaniumstaub verfügt. Das ist so nichts Besonderes, aber es unterstreicht, wie oft wir Welten entdecken, die uns sehr bekannt zu sein scheinen. Ja, da hast du wohl vollkommen recht, obwohl man halt sagen muss, der Mond hier sieht sehr viel lebhafter aus, weil da halt sehr viel Grün ist, meiner Meinung nach. Also, sah schon geil aus. So, ja, gehen wir mal weiter. Ah, okay, mein Spielgerät wollte nicht. Ah, sehr geil. Auch hier, wie hier die Lüftung ist. Zumindest glaube ich, dass es Lüftung ist. Zumindest sieht es sehr stark danach aus. Und hier wachsen auch wieder Pflanzen, auch wie auf Komakes Schiff hier diese Säulen. Sehr schön gemacht. Also sie sind ja etwas mehr in Symbiose halt mit den Pflanzen. So. Ich probiere nochmal mein Spielgerät. Na komm schon. Leuchte grün. Nö, will er nicht. Also der will nicht wie die Pflanzen leuchten. You've sent a good deal of interesting data to us. We've already been analyzing it. I'll let my companion Eschel explain the findings in more detail. Habt ihr denn eventuell schon ein paar Ergebnisse dafür? Thank you, my dear. The first thing I realized is that the inert particles should be orbiting to obey gravity rather than holding position. I've been focusing my attention there while Ursha has been reviewing the logs from the disabled satellite. Here. Check the probe data from the moon. If some outside force was acting on the particles, it should also be affecting the moon. Mm-hmm. Funny. My ocular implants are picking up a noticeable amount of germanium here. There wasn't any outside. Where did that come from? Was der jetzt meint? Ah, we do have a few of the crystals here. Oh, strictly for study, of course. Don't worry. The anomaly prevents outside scans from detecting. Oh, they're very safe down here. Mhm. Here, I'll show you. Ach, die Dinger, meint er. Despite
despite the danger they present? This was the best way to study them. We needed the lab's facilities. Oh, besides, we were just gonna take them back to the moon when we finished. Just a moment. I'm getting a message. Captain Komarke, Zenkethi ships have just entered the system. Oh oh. Von wegen, die Anomalie hat alles abgeschirmt. They're firing an unknown projectile at the moon. It's some kind of protomatter torpedo. Krass. A protomatter torpedo? That's not. Their ships are turning toward the planet. If they have a torpedo, they may be able to hit us from orbit. The Zenkethi are ruthless. We need to ready our defenses. Was passiert denn jetzt? Why are they so interested in these crystals? The crystals! They're hatching? Okay, das sind keine Kristalle, das sind Eier. Ach du Scheiße, was sind das denn für Dinger? Also damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht mit gerechnet. Krass. Ja, da oben sind die wahrscheinlich ausgeschlüpft. Alter. Wir hatten ja mal bei einer Mission einen riesigen Kristall davon. Ich möchte nicht wissen, wie viele da drin waren, beziehungsweise wie groß die Viecher da drin waren. Wenn die kleinen Dinger hier schon so Viecher rauslassen. Boah. The tactical station is just across the way. Let's make our way there. Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Station vor allem vor diesen Viechern hier verteidigen und vor den Zenkethi. Ich frage mich allerdings gerade, wo kommen die denn jetzt alle her? Ich dachte, die Forscher hätten nur in dem Labor was gehabt. Und da unten waren ja nur ein paar, also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Na, da kommen schon wieder welche. Also diese Szene, die erinnert mich leicht an den Film Starship Troopers. Mit den ganzen Viechern. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir auch so überrannt werden. So, hier haben wir auch eine Verschlusskiste, genau, die Zenkethi-Verschlusskiste ist das nämlich. Alter Schwede, da kommen ja immer mehr. Ihr blöden Krabbelfischer, sterbt! Puh. Ey, liegen auch ein paar Teile von den Dingern rum. Echt wie so richtige Käfer und ist richtig eklig. So, gucken wir mal hier unten. Ah, hier ist ein blutiges Teil. Hier liegen noch mehr Teile von den Viechern rum. Okay, jetzt müssen wir Jordi verteidigen. Machen wir mal hier ein bisschen was hin. Ja, eine Kriechermine. Und ein Geschützturm. Und ein Schutzschild. Das dürfte reichen. Aber toll. Jetzt kommt gar nichts mehr, oder was? Ich habe jetzt den ganzen Kram umsonst dahingestellt. That cargo is blocking the way. Head down to the beach and around. Klasse. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Naja, gut. Da haben wir noch mehr Viecher. Und da kommen schon wieder welche. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Verteidigungsanlagen in die Tür reingestellt. Okay, Dranzul heißen die Viecher. Zumindest nennen die Zenkethi die so. Wow, was war das? Oh oh. Turn off your defenses or be destroyed. I wouldn't recommend that. Are you here to bomb us or to eradicate this swarm? Oh oh, da kommen ja noch mehr. There are only a few Dranzuli here. Let's clear this place and be done.
Vollstämmer, trotzdem Verteidigungs... Alter Schwede, da kommen ja noch mehr. Von wegen, hier kommen nur ein paar. Das sind verdammt viel auf einen Haufen, meiner Meinung nach. Vor allem, da kommen noch mehr. Oh, Alter. Ein paar Minen legen. Vielleicht rennen die da rein. So. Ah, noch eine Verschlusskiste rausgekommen. Ich weiß nicht, was das für komische Viecher sein sollen, aber die sind meiner Meinung nach eine Plage. Und friedlich können die auch nicht sein, weil nachdem sie geschlüpft sind, haben sie uns ja instant angegriffen. Ohne dass wir irgendwas angestellt haben. So, irgendwo ist Tarsi umgekippt. Ich weiß allerdings gerade nicht wo. Keine Ahnung, wo sie sein soll. Vielleicht finden wir sie noch. Ansonsten gut. Hoffe ich, dass wir sie nicht benötigen werden. Ich wusste gar nicht, dass die 10 Käthe sich unsichtbar machen können. Ach, ich glaube, da hinten liegt Tarsi, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Rennen wir da mal hin. Ja, da liegt sie. Dann beleben wir die mal schnell wieder. Denn ich habe keine Ahnung, was hier noch auf uns warten wird. Und dann habe ich lieber einen taktischen Brückenoffizier dabei, als wie... Ja, nicht, denn ich weiß ja nicht, ob hier jetzt noch ein gigantisches Vieh von denen kommt oder so. Wäre zumindest alles möglich, meiner Meinung nach. So. Transuli infestation has been dealt with. Your assistance is appreciated. The suggestion, this colony has been using open communication channels. That is unwise. Let me check my scanner. The infestation seems to be eliminated. Usually it's best to be absolutely sure, but there doesn't appear to be a need to waste a protomatter weapon. Don't make this mistake again. Take immediate action if you suspect the presence of Transuli. Okay, na gut. Die 10 Käthe-Schiffe begeben sich in Angriffsposition, Admiral. Wir brauchen sie schnellstmöglich auf der Brücke. Hä? Ich dachte, die wollten sich zurückziehen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum sie uns jetzt doch angreifen werden. Halten sie sich jetzt doch nicht an das, was sie gesagt haben gerade? Hoppala, das wollte ich nicht zünden. Die 10 Käthe greifen an, Admiral. Sie versuchen, die Verteidigung auszuschalten. Die 10 Käthe antworten nicht auf unsere Rufe, Admiral. Sie sind auf direktem Angriffskurs, wie lauten ihre Befehle? Ja, wir werden natürlich zurückkämpfen, also wenn die uns angreifen, da haben wir nichts anderes, haben wir keine andere Wahl. Naja, das werden wir aber schon irgendwie hinbekommen, hier die 10 Käthe hier zurückzuschlagen. Immerhin haben wir hier drei Schiffe unterwegs. Die USS Challenger von Captain Jolly LaForge. Und natürlich noch das Schiff von Komake. Und natürlich die ganzen Lucari-planetaren Verteidigungen. Die sollten eigentlich dabei helfen. Und man sieht auch auf der linken Seite, das ist halt was, was ich euch jetzt nicht alles vorlese, aber das könnt ihr ja notfalls auch mitlesen. Da diskutiert ein 10 Käthe gerade mit dem anderen, beziehungsweise ein 10 Käthe sagt, dass es Quatsch ist, dass die jetzt hier den Planeten auch mit der Protomaterie-Torpedos beschießen wollen. Dass halt alle Dranzul, die hier auf dem Planeten waren, schon ausgeschaltet sind. Ich muss sagen, der hat mir gerade richtig die Schilde penetriert und macht mir gerade ganz schön die Hülle runter. So.
Komm schon. Alles drauf, was wir haben. Ja, Gott sei Dank. As you and I both know, Planet Dranua has been completely scourged of what we call Dansuli. There is no reason for further conflict between us. We will leave this system peacefully if you are agreeable. Oh, Zenketti, die in Frieden gehen? Wow. The Autark's resolve is unwavering. He will not rest until the Dansuli are no more. And he will not spare anyone in his way. Choose your side carefully. Okay. Zenkethi must be terrified of these Dranzuli. They're willing to commit genocide to eliminate them, and Zenkethi don't scare easily. Fortunately, some of the Zenkethi are willing to see reason. Things could have been a lot worse if Captain Parr hadn't intervened on our behalf. For now, we need to let the Alliance know what we've learned here. Safe travels. Ja, danke dir auch, Jordi. Ja, man weiß halt nicht, was diese Dransul für eine Spezies genau sind. Ob die auch hochtechnologisch auch veranlagt sind oder einfach nur eine Plage quasi sind. Das weiß man jetzt aktuell noch nicht so wirklich. Gut, dann werden wir mal Bericht erstatten. This new information on the crystals the Zenkethi have been attempting to eradicate is disturbing to say the least. Starfleet will be monitoring the worlds we know of that contain these eggs. We'll be doing all we can to study them and, if necessary, protect them. Despite the incident at Dranur, we don't know if this species is truly hostile. Finally, I've spoken with officials in both the Lucari and Kentari governments. They're going to proceed at Dranur despite the incident. We will continue to assist them in this endeavor and protect them from any Zenkethi reprisals. Ist die Frage, ob die Zenkethi überhaupt nochmal wiederkommen. Ja, und hier haben wir natürlich auch wieder neue Sachen drin. Und zwar den hervorragenden Warp-Kern und auch einen hervorragenden Singularitätskern natürlich für die Warp-Birds. Dann haben wir hier natürlich für den 12. Oktober wieder eine Belohnung. Wir haben für den 19. und für den 26. Oktober Hyperimpulsantrieb, den Deflektor. Und natürlich, ja, sag ich mal, werden wir natürlich dann auch dann das, den Schild bekommen. Ich werde mir die Sachen nach und nach alle mal besorgen. Vielleicht werde ich sie auch für die anderen Charaktere mir holen, muss ich mal gucken. Aber erstmal holen wir uns hier den Warpkern. So, okay, dann, ja, ich würde sagen, wir verlassen das System mal. Und machen dann an der Stelle auch erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.